Was Körpergröße angeht, bin ich sehr klein. Fast jeder in meinem Freundeskreis ist 2 Köpfe größer als ich. Und wenn ich einen Freund habe, der kleiner ist als ich, dann fühle ich mich so mächtig. Ha, du bist so klein. Weißt du eigentlich, warum du so klein bist? Nein, Spaß, sowas mache ich nicht, weil sie sowieso nach 2 Tagen 10 Meter größer sind als ich. Was ich aber am meisten hasse, ist, wenn Leute das ernst meinen und zu mir kommen und sagen, hey, du bist aber klein, als hätten sie, keine Ahnung, eine neue Tierart gefunden. Hey, schau mal, eine Klippe. Wo? Und, hast du die Klippe gefunden? Was ich mich frage ist, warum sind eigentlich Basketballer so groß? Damals dachte ich, wenn man Basketball spielt, dann wird man größer. Also habe ich damals 24 Stunden am Tag Basketball gespielt. Ja, was hatte ich damals für eine Idee? Ich denke, wenn man 2 Meter groß ist, dann kann man ja nur Basketballer werden. Denn was willst du sonst werden? Taxifahrer? Aber um ehrlich zu sein, Sport ist nicht so ganz meins. Damals habe ich American Football versucht. Oh, ich habe den Ball. Was soll ich jetzt? Naja, ich habe es versucht. Und deshalb mache ich keinen Sport mehr. Außer wenn mich mein Lehrer zwingt. Ich bin einer, wenn ich Sport mache, dann verletze ich mich sehr oft. Einmal, als wir Fußball gespielt haben, am Ende des Spiels waren meine Beine blutig. Mir geht's gut, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Damals habe ich auch Turnen versucht, wir müssten über so ein Ding springen und ich bin so hoch gesprungen und wäre fast auf mein Gesicht gefallen. Bloß mein Lehrer hat mich noch in letzter Sekunde gerettet. Damals habe ich mir auch sehr viel Parkour angeschaut und ich dachte mir, hey, das kann ich doch auch. Wir waren auf den Spielplatz und ich bin von der Rutsche gesprungen. Und zum Glück habe ich mir nur den Arm verrenkt und nichts gebrochen. Und das ist jetzt einer der Gründe, warum ich jetzt Höhenangst habe. Ein anderer Grund ist, als ich vom Baum gefallen bin. Aber Leute, ihr müsst wissen, Sport ist eine Sache, die wir brauchen. Wir müssen immer fit bleiben und auf unsere Ernährung achten. Ach Spaß, geh und spiel Fortnite. Okay, wie ihr gesehen habt, habe ich ein paar Veränderungen an meinem Charakter gemacht. Und zwar bewegt sich jetzt mein Mund, wenn ich rede. Und PS, danke für die 70 Abonnenten. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, wie ich meine Videos verbessern kann, dann schreibt unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.